Hallo Freunde, ich weiß, ihr habt ewig nichts mehr von mir gehört. Ich habe aber am Projekt XRTC weitergearbeitet und muss zugeben, ich habe mich da wohl etwas verhaspelt. Aber gut, in den nächsten Minuten werde ich euch erklären, was ich in den letzten Monaten getrieben habe und was ich alles falsch gemacht habe, vielleicht auch einige Sachen richtig, wer weiß. Also was war mein Ziel? Nachdem ich es geschafft hatte, einen Extruder zu entwerfen, der automatisch gewechselt werden konnte, war der erste Schritt zu einem automatischen Werkzeugwechsel erreicht. Nun wollte ich es schaffen, eine Spindel zu entwerfen, die eine Leiterplatte per Isolationsverfahren herstellen kann. Tja, und dabei habe ich mich etwas verrannt. Aber der Reihe nach. Ich brauchte einen Halter für den Fräser und einen Motor, der das Ganze antreibt. Ganz ehrlich, das Thema Motoren kann ich nicht mehr hören und sehen. Hier mal eine Batterie aller Motoren, die ich getestet hatte. Aber zuerst musste ich einen Halter dafür in Fusion 360 entwerfen. Das war relativ einfach. Hier mal ein kleiner Screenshare in Fusion 360. Das ist der Spindleholder. Es gibt mehrere Einzelteile, zwei Kugellager, wie man sie auch in Skateboards verwendet, eine Welle mit ER11-Halterung für den Fräser und ein Motor, der diese Halterung mit einem Antriebsriemen zum Rotieren bringt. Dazu benötigen wir noch zwei Riemenscheiben aus dem 3D-Drucker. Den Riemen selber habe ich von Pollen und der hält bis heute. Und glaubt mir, ich habe das Teil richtig gestresst. Der Motor wird über den Kontakt der Magnetkugeln mit Strom versorgt und kann über den Lüfterbefehl gesteuert werden. Wichtig bei dem Design sind folgende Punkte. Erstens, da der Fräser gerade einmal eine Schneidfläche von 0,1 mm hat, brauchen wir eine hohe Rotationsgeschwindigkeit. Ich rede hier von Werten jenseits von 10.000 Umdrehungen pro Minute. Ab 8.000 sollte es losgehen, damit wir einigermaßen die vorgegebene Schnittgeschwindigkeit einhalten können. Wir liegen hier je nach Material bei Werten von 200 bis 600 Meter pro Minute. Nur mal so als Beispiel, wir haben einen Durchmesser von 0,1 mm und eine Drehzahl von, sagen wir, 10.000. Dann kommen wir gerade mal auf einen Wert der Schnittgeschwindigkeit von 3,14 Meter pro Minute. Das ist schon sehr wenig. Alles darunter macht unsere Fräsung extrem langsam und zerstört den feinen Fräser. Also alles nicht so einfach. Punkt 2. Der ganze Kopf mit Spindel, Antrieb und Lager darf nicht mehr als 250 Gramm wiegen, da mein Hypercube nicht für größere Lasten ausgelegt ist. Das wird dann auch ein Problem, wenn man sich die getesteten Motoren genauer anschaut. Auch könnte ich darüber nachdenken, dem Hypercube 10 oder 12 mm Rundstangen als Lagerführung zu spendieren, hat aber leider den Nachteil, dass dann das Core XY-System zu schwer wird. Punkt 3. Bei den hohen Drehzahlen müssen die Vibrationen genau beobachtet werden. Zu viel davon lässt den Fräser ungenau werden und es bekommt den ganzen System nicht gut. Punkt 4. Der Rundlauf darf nicht mehr als 0,05 mm betragen, da sonst die Fräsung zu breit und der Fräser nur einseitig belastet werden kann. Das hat wiederum Auswirkungen auf die Standzeit, also die Haltbarkeit des Fräsers. Gut, die kosten jetzt nicht die Welt, aber mein Wunschfräser kostet schon so um die 10 Euro. Punkt 5. Das Bett muss absolut plan und im Lot mit der XY-Achse sein. Natürlich werden wir vorher ein Autoprobing verwenden, aber schaden kann es nicht, da Marlin hier ja zwischen den Punkten interpoliert. Das sollten erst einmal genug Punkte gewesen sein, die ich beachten muss. Gehen wir also chronologisch vor und ich erzähle mal, was sich alles geändert hatte. Kommen wir zu den Motoren. Als erstes Thema, welchen Motor setze ich am besten ein? Also glaubt mir, ich habe bestimmt mehr als 10 Motoren getestet. Er darf nicht schwer sein, muss eine hohe Drehzahl erreichen und trotzdem die Spindel drehen können. Ich kann zwar über die Antriebsräder ein Übersetzungsverhältnis von 2 zu 1 herstellen, aber das muss ich dann über Kraft oder der Drehzahl des Motors erkaufen. Zuerst habe ich mir Brushed-Motoren angesehen. Klar,
Einfach Anschluss am Lüfterausgang und schon kann ich die Geschwindigkeit steuern. Das Problem bei den meisten Motoren ist, dass sie alle günstig hergestellt wurden. Das heißt, meist keine Kugellager und die Wallen haben immer etwas Spiel. Spielt zwar keine Rolle bei dem Konstrukt, aber bei hohen Geschwindigkeiten und seitlicher Belastung hören sich die Motoren sehr ungesund an. Dafür sind sie meistens nicht ausgelegt, außerdem erreichen sie keine hohen Geschwindigkeiten. Die meisten bleiben unter 10.000 Umdrehungen pro Minute. Gut, dann habe ich mir richtige Racer-Motoren aus dem RC-Modellbau bestellt. Geile Teile. Leider zu schwer. So ein Motor wiegt schon locker über 200 Gramm. Also leider auch nichts. Dann habe ich mal meinen Mini-Quadrocopter angeschaut. Die haben diese winzigen Motoren mit Drehzahlen von über 10.000 Umdrehungen pro Minute. Wahnsinnig geile Teile. Ich war von der Leistung echt beeindruckt. Leider sind sie auch im Leistungsbereich etwas schwach und konnten die Antriebsräder kaum drehen. Wenn man so einen kleinen Jungen beim Drehen blockiert, zieht der locker 2,5 Ampere durch seine winzigen dünnen Drähte. Das wird dann zu einem Abenteuer. Aber ich werde die Teile wohl zum Bohren testen. Besonders wenn wir kleine Löcher namens Vias mit einem Durchmesser von 0,3 mm bohren wollen, können wir solche Motoren ganz gut einsetzen. Brushless-Motoren. Ich hatte schon am Anfang die Idee, Brushless-Motoren einzusetzen. Da ich einen Regler oder auch ESC genannt dafür brauche, wollte ich erstmal nicht so richtig ran an die Lösung. Größerer Aufwand der Ansteuerung und so weiter. Am Anfang war ich schon auf dem richtigen Weg. Ich hatte vor 6 Monaten mit einem Brushless Inrunner angefangen, das ist der hier, und auch schon eine Halterung dafür ausgedruckt. Aber jetzt kommt's. Der Motor war irre schnell, aber auch sehr laut, mit wahnsinnigen Vibrationen. Ich hatte ein wenig Respekt vor diesem giftigen Teil. Erst vor kurzem habe ich dann herausgefunden, dass ich diesen Motor mit 12,5 Volt statt dem maximalen 7,5 Volt betrieben hatte. Dadurch habe ich natürlich den Motor außerhalb seiner Spezifikation betrieben, dass er dann auch laut und quälend versucht hat, mir mitzuteilen. Ich hatte den Jungen dann erstmal zur Seite gelegt. Das war aber ein großer Fehler. Dann habe ich mir einen alten Motor von meinem großen Quadrocopter geholt und diesen mit einer Halterung versehen. Ging ganz gut. Seht ihr den? Ja. Was mir an dem Spindelhuder-Design nicht gefallen hat, war die ER11-Welle. Hier hat man von der Qualität der Welle, der Mutter sowie der Spannzange ist man abhängig, um einen vernünftigen Rundlauf zu bekommen. Ich kann das wunderbar als Bohrer und Cutout-Fräser nutzen, aber das war es dann auch schon wieder. Mein Traum war ein Direktantrieb, wie hier zu sehen. Da unten ist der Fräser, hier ist eine Wellenkupplung und das ist ein Direktantrieb. Und das Verzichten halt auf eine separate Welle. Nach Monaten des Herumprobierens habe ich dann den Innenrunner aus der Versenkung wiederholt und mir nochmal das Datenblatt von dem angeschaut. Ein erneuter Test lief zufriedenstellend und der Motor blieb sogar relativ kühl und einigermaßen leise. So richtig leise war er nicht. Den Geschwindigkeitsregler oder auch ESC genannt, habe ich dann an dem 12-Volt-Ausgang des Lüfters geschaltet und das Signal direkt am ersten Servoausgang abgegriffen. Um für wirklich nur 7,5 Volt zu sorgen, habe ich mir einen 12 Ampere Stepdown-Wandler bei Amazon bestellt und diesen zwischen Lüfterausgang und ESC-Stromversorgung geschaltet. Somit kann ich mit M106 den ESC mit Strom versorgen und über den Servoausgang via M280P1 S30 die Geschwindigkeit festlegen. Zuvor muss bei jedem Anschalten der ESC auf 0 geeicht werden, das wird dann auch über ein Piepen signalisiert. Einfach M280P1 S0 eingeben und dann hört das nervige Piepen auf. Es gab natürlich bei den höheren Geschwindigkeiten jenseits der 15.000 Ohmin Schwingungen im Fräser, die wir natürlich beim PCB-Fräsen nicht gebrauchen können. Deswegen habe ich noch ein zusätzliches Teil entworfen, in dem ein zölliges, also imperiales Kugellager passt. Mit einem Außendurchmesser von 9,52 sowie innen 3,175 dient es als zusätzliche Stabilisierung des Fräsers. Diese sind bei guter Qualität auf ein Hundertstel Millimeter genau und man kann das Kugellager auf dem Fräserschaft pressen.
wie hier zu sehen ist. Ja, hallo, nun habe ich mich so verhaspelt in den Details, dass ich euch gar nicht erklärt habe, wie denn nur eigentlich der Spindelkopf aufgebaut ist. Und deswegen hier noch ein kleines Zwischenvideo, bevor wir dann zeigen, wie er denn so fräsen tut. Ja, wie ihr seht, habe ich hier mal einen Halter für die Spindel schnell gebaut. Die Unterlegscheiben sind nur eingeklebt, ist noch ein ganz alter. Aber man sieht hier das Prinzip. Hier ist die Motorhalterung und hier haben wir dann die Kugellagerhalterung. Und ich möchte euch jetzt zeigen, wie ich das Ding zusammenbaue. Zuerst brauchen wir natürlich eine Wellenkupplung. So sieht so ein Teil aus. Das hat auf der einen Seite 2 mm und auf der anderen Seite unsere 3,175 mm Durchmesser für den Fräser. Die 2 mm kommen jetzt auf den 2 mm Schaft von dem dem Motor und da wäre es ganz gut, wenn wir nicht diese abgeflachte Stelle nutzen, weil dann kommt es zu leichten unrunden Lauf, sondern dass wir halt hier die Madenschrauben direkt auf die Welle platzieren. Dann mache ich das immer so, der kommt also hier nicht ganz ran bis ans Gehäuse, sondern es muss ein bisschen Platz haben, weil sich die Welle ein bisschen vertikal bewegt. Jetzt ganz leicht nur anschrauben, ja, dass er so dass er ein bisschen Widerstand hat, dann auf die andere Seite drehen und dann wieder leicht anschrauben. Ihr seht das nicht, weil ihr nur meine dicken Wurstfinger seht. Und dann auf der anderen Seite wieder festschrauben und somit seid ihr dann sicher, dass er relativ rund, also zentriert auf der Welle festgemacht wurde. Es gibt natürlich immer ein bisschen Spiel. Ich denke mal, hier ist ein halbes Zehntel vielleicht nur von der Wellenkupplung zur Welle. Und das wollen wir natürlich verhindern. So, dann kommt unser Fräser mit aufgepressten Kugellager rein. Kommt auf der Seite und dann machen wir es genauso. Erst die Seite ein bisschen anschrauben. Dann drehen und dann die andere Seite. Na, wird es dann heute noch was? Und die andere Seite fest. So, dann haben wir die ganze Sache fertig und jetzt müssen wir eigentlich nur noch diesen Motor hier reinschieben. Natürlich, da geht es wieder los. Die Schrauben sind wirklich so kurz gehalten, dass sie halt hinten nicht rausgucken. Und jetzt kriege ich das natürlich, der Vorführeffekt, jetzt kriege ich das hier nicht rein. Vorhin ging das wunderbar. Ihr müsst natürlich mit der Spitze hier aufpassen. Gut, dann schrauben wir mal ab. Zack. Dann kommt das Kugellager da rein. Die Spitze muss, na, sagen wir mal, so einen Zentimeter hier rausgucken und die Wellenkupplung darf hier nicht schleifen und dann sind wir eigentlich ziemlich sicher und dann schraube ich diese Sachen hier einfach fest. Aber das mache ich nachher. Jedenfalls habt ihr das Prinzip erkannt und dann kann es losgehen mit dem Leiterplattenfräsen. Nun konnte es losgehen. Mit dem G29 habe ich das Autoprobing aktiviert und über M420S1 schließlich das Bed Leveling angeschaltet. Dann konnte ich meinen ersten PCB fräsen. Toller Moment mit Ohrstöpseln in den Ohren. Tja, und das ist das Ergebnis. Man sieht hier eine starke Ungenauigkeit der XY-Achsen, aber das ist ein anderes großes Thema fürs nächste Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Viel Grüße aus der Corona-Quarantäne. Gruß, euer Frank.